Hat Joe dir damals was gegeben? Können wir uns irgendwo unterhalten, wo es ruhiger ist? Keine Zeit. Lass uns zu dir gehen. Nur eine Nacht. Nee. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Ah, Mann. Okay. Gut. Also, Vivian, Sutter und... Ah, wer war's denn? Hab ich irgendwie... Brief des Gefängnisdirektors, Schema für Dinge. Joe hat mir das Manuskript zum Geburtstag geschenkt. Es hat sogar eine Widmung für mich. Es ist ein Stück von Evan Camfield, dem berühmten Beat-Autor. Dass ich die Platte wieder gekriegt habe, das wundert mich ein bisschen. Streichholzbriefchen? Eine Streichholzschachtel aus Mickeys Club mit einer Widmung. Komm jederzeit vorbei, ich lade dich ein. Mickey, als wir noch alle Freunde waren. Ah, okay. Platte? Meine Lieblings-Jazz-Platte. Ich liebe den Pianisten. Da hat sich mein Inventar gerade verändert. Ich habe so den Eindruck. Na gut, egal. Vielleicht kann ich ihm ein Lucky Lager geben. Alkohol ist keine Lösung. Naja, oft ist es besser als nichts. Aber eine Lösung ist es trotzdem nicht. So, wir reden mal mit Sutter. Ich wollte dich was fragen. Ohne meinen Velo kann ich nicht sprechen. Ich habe schon 3 Nächte nicht geschlafen. Tut mir leid, Sutter. Ich hab nichts. Du hast doch immer was gebunkert. Was ist Velo? Autoren, Maler, Dichter, künstlerisches Treibgut. In 50 Jahren wird sich niemand mehr an ihre Namen erinnern. Oh ja, das ist es halt. Von diesen wahnsinnig vielen Künstlern, die es da alle so gibt, sind immer nur ganz wenige, die es wirklich ins Bewusstsein der Allgemeinheit schaffen. Oder irgendwelcher pseudo-intellektueller Kunstinterpreten. So, wir geben ihm mal ein Bier, einfach nur so. Klappt immer noch nicht. Okay. Er braucht Velo. Was auch immer Velo ist. Valium? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich in der Sprache nicht so aus. Schmerztabletten? Funktioniert nicht. Fluchtplan des Lizards? Funktioniert auch nicht. Okay, wir sind bei der Christine. Christine versucht uns gerade mal ein bisschen... Okay. Gut, wir gehen wieder nicht dahin. Dann gehen wir eben jetzt mal zu Mickeys. Und trinken einen Kaffee. Also, hey, Mickeys. Caption. Die nächste Nummer. Oh nein, ich hab Betty and the King Cats verpasst. Ich kann hier nicht noch mehr Zeit vergeuden. Fieser Türsteher. Gut, reden wir. Ich habe Neuigkeiten für Mickey. Der Club ist voll, Schätzchen. Der Club ist voll, Schätzchen. Oh Mann. Okay, was kann ich ihm geben? Ihm kann ich ein Küchen geben. Eine Streichholzschachtel vom Club? Komm jederzeit vorbei. Ich lade dich ein. Mickey, das ist seine Handschrift. Du kannst rein, Puppe. Viel Glück. Danke, Mac. Ja, wunderbar. War ja gar nicht so schwer mit der persönlichen Einladung. So empty when I'm without you. You told me. Hier ist jemand, mit dem du reden solltest. Ich glaube, er arbeitet mit Joe zusammen. Es gibt da diesen Häftling, der für mich arbeitet. Letztens haben wir ihn in die Isolationshaft gesteckt. Der einzige Insasse, der überhaupt was gebacken kriegt. Okay,
kennt seinen Platz. Meistens jedenfalls. Ja, aber es ist Sache des Gefängnisdirektors, ihn rauszulassen. Der Direktor muss die Anweisung geben? Er muss einen Antrag unterschreiben. Dreifach. Und er ist die nächste Woche nicht da. Vielleicht kann ich helfen. Wie sieht so ein Antrag aus? Ich habe zufällig einen dabei. Hab vergessen, ihn das unterschreiben zu lassen. Ja, wunderbar. Okay. Das ist Mickey, der interessiert mich nicht. Das ist Sängerin, das ist Bee, die Nachtclub-Fotografin. Und das ist irgendwer Mickey, mit dem wollen wir nicht reden. Lange wird er sein Spiel nicht mehr spielen können. Mickeys Leibwächter sieht sauer aus. Okay, reden. Lieber nicht. Er würde nur meinen Arm brechen. Ach so, ja, ich will ihn ja nicht schubsen. Ich will nur mit ihm reden. Aber ist egal. Komm, wir reden mit Bee, die nach voll was los hier, ey. Das ist Bee. Das Gesicht des Clubs. Und eventuell Joes Geliebte. Sie sieht ganz schön fertig aus. Hi, Bee. Wie läuft das Geschäft? Wir können hier nicht reden. Triff mich gleich hinten. Okay. Irgendein betrunkenes Mädchen. Natürlich interessieren wir uns erstmal für die. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, die habe ich auf der Fähre nach Alcatraz gesehen. Ah. Das ist die Frau von ihm. So, wir reden erstmal mit ihr. Geht's Ihnen gut? Ich bin okay, danke. Wenigstens sind wir nicht auf dieser fürchterlichen Insel. Welche Insel? Alcatraz. Ich wollte nur mal eine Nacht lang raus. Er hört und hört nicht auf, von der Arbeit zu schwafeln. Die versteckten Messer, die kaputte Waschmaschine, der Typ, den sie in Isolierhaft gesteckt haben, der Typ, den sie in den Krankenflügel verlegt haben. Und mir sagt er, ich soll mal ausnüchtern. Rede mit meinem Mann. Der erzählt's jedem, der es nicht wissen will. Okay, sie ist also Alkoholikerin, dann hätte ich da doch ein Bier für sie. Alkohol ist keine Lösung. Naja, oft ist es besser als nichts. Okay, gut, wir reden mit ihr. Stimmt irgendwas nicht? Ich hätte niemals das Bild machen sollen. Mickey hat es mir in der Garderobe aus der Handtasche geklaut. Von Joe? Was? Nein, von dem Priester, von St. Peter and Paul. Den fand ich immer schon etwas gruselig. Ich kann nicht drüber reden. Lief was zwischen dir und Joe? Wir werden ihn nie wiedersehen. Du kannst es mir erzählen. Nein, da lief nichts. Du standest unter Eid. Du hast geschworen, den Morgen des Überfalls mit Joe im Bett verbracht zu haben. Nein, für das Alibi hat er mich bezahlt. Wir hatten nichts. Er hat tatsächlich den Panzerwagen geknackt. Ich habe eine Affäre mit Dale, nicht mit Joe. Ah, okay. Danke. Also hat er mich zwar nicht betrogen, ist aber schuldig. Wie lange dachtest du schon, dass er und ich... Erst seit heute Nacht. Was hat dir Joe sonst noch über den Überfall erzählt? Mickey steckte auch mit drin. Das war kein Ein-Mann-Job. In der Nacht vor dem Raub sah ich sie Wäschesäcke aus Mickeys Büro tragen. Wussten eigentlich alle davon, außer mir? Wie kann ich Mickey ausschalten? Er hat mich zu lange herumgeschubst. Sieh dir mal den Safe in seinem Büro an. Ich habe auch die Kombination gesehen, aber die ändert er jeden Monat. 60, 90. Danke. Was geht zwischen Mickey und Goldie, der Nixe? Der Junge ist besessen von ihr, genauso wie von ihrer Mutter. Jeden Abend hängt er vor ihrer Garderobe rum. Kannst du dich um meinen Kater kümmern? Ich ziehe in eine andere Wohnung, wo Haustiere nicht erlaubt sind. Ich warte auf einen Anruf von Live. Bin vielleicht auf Fotoreise, wenn Mickey mich lebendig gehen lässt. Okay, ich muss los. Okay, wer ist Goldie? Und wer ist... Aber Bee hat ihm doch einen Schlüssel. Ich dachte, es war Bee. Oder was? Bea. Irgendjemand mit B war es doch.
müsste ich mal alte Videos wieder angucken. Ein weiteres aufstrebendes Sternchen aus North Beach. Nicht mehr lange und sie geht nach L.A. Sie hat gerade keine Zeit für einen Plausch. Wie langweilig. Okay, reden wir mal mit Mickey. Hey, Boss. Hattest du Schwierigkeiten, reinzukommen? Nicht wirklich. Es gibt Neuigkeiten. Spuck's aus. Können wir unter vier Augen reden? Na gut. Lass uns in mein Büro gehen. Dort können wir ungestört reden. Setz dich. Ich stehe lieber. Ich habe etwas Interessantes herausgefunden. Und was? Uiuiuiui. Joe hatte Kontakte in Chinatown. Unter dem alten Barbary Coast Viertel gibt es eine Reihe von Tunneln. Ausgebrannt und eingestürzt. Nach dem großen Feuer von 1906. Zumindest glauben das die Cops. Gefällt mir. Hast du noch so eine Geschichte? Joe hat die Espresso-Maschinen im Café Napoli repariert. Dabei hat er herausgefunden, dass das Café früher eine Bar war und dass es während der Prohibitionszeit einen versteckten Tunnel gab. Da ist das Geld jetzt. Aber diese Café-Leute könnten nie so ein Geheimnis für sich behalten. Ich wüsste davon. Ich habe auch gehört, dass Joe etwas im Park vergraben hat. Joe hat mir außerdem eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen. Ich dachte, es ging um eine Uhrzeit. Irgendwas mit Minuten und Sekunden. Ja, ja. Es geht um Längen und Breitengrade. Ja, vielleicht. Weißt du, es gibt Magazine, die würden dich für so einen Schund bezahlen. Ich aber nicht. Wenn du mir nicht bald das Geld bringst, lege ich dich um. Ah, also die Wahrheit möchte ich nicht sagen. Ich möchte ihm nicht helfen. Ich möchte ihm echt nicht helfen. Wenn ich es hätte, warum wäre ich dann hier? Weil ich deinen Mann umlegen lassen könnte. Scheiß auf ihn. Tu es. Irgendwie kaufe ich dir das diesmal sogar ab. Er hat mich im Stich gelassen. Du hast mir zum ersten Mal die Wahrheit erzählt. Mir ist egal, ob er überlebt oder stirbt. Ich will ihn nie wiedersehen. Bevor ich ihn loswerde, glaubst du, er weiß noch was? Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber ich darf ihn ohnehin erst in einem Monat wiedersehen. Gibst du mir einen weiteren Monat? Tut mir leid, Schätzchen. Die Deadline gilt auch für mich. Schau, was du noch rausfinden kannst. Also, mit anderen Worten, du stirbst in einem Monat eh und dann ist Ende Gelände. Okay. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, wir fertigen eine Fälschung an von diesem Magazin in der Hoffnung, dass wir Joe rauskriegen. Hey, Christine! Du hast heute ein dankbares Publikum. Danke. Wir haben einen neuen Pianisten. Allerdings nicht so gut wie Joe. Da wollte ich jetzt gar nicht hin, aber an und für sich ist es auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Goldie, die nächste Blumen. Hübsche Sträuße. Von wem sind die Blumen? Ach, von irgendeinem Seemann. Die Navy scheint deine Show wirklich zu lieben. Ich klau mir eine einzelne Rose von dir, okay? Für einen kleinen Hoffnungsschimmer und Schönheit in einer Nacht voll Einsamkeit und Zweifel. Sag also nicht, das ist nicht drin. Nein! Danke.
Ach, heul halt rum. So, dann reden wir mit ihr. Wir schauen sie erstmal an. Die attraktive Clubnixe. So, also, dann reden. Die attraktive Clubnixe. Entschuldigung, habe ich ja schon. Dann reden wir. Was gibt's Neues? Gehst du immer noch in der Bay schwimmen? Klar, die Kälte stört mich nicht. Wasser ist mein Element. Wann seid ihr Mädels mal wieder auf Tour? Nächsten Monat geht's die Küste runter. Wir sind eine reine Frauenband. Komm doch mit. Du könntest dich um unsere Kostüme kümmern. Jetzt hängt alles nur noch von meinem Vertrag mit Mickey ab. Falls ich dich aus dem Vertrag auslösen kann, versprich mir, dass du für Joe und mich da bist, wenn wir dich brauchen. Klar. Wann seid ihr Mädels mal wieder auf Tour? Nächsten, komm doch, jetzt hängt... Falls, versprich... Klar. Ist dein Captain heute da? Nein, er fischt mal wieder in der Nähe von Alcatraz. Ich treffe mich später mit ihm am Pier. Du solltest mal mit uns segeln kommen. Du bist doch früher gesegelt. Was weißt du über Alcatraz? Im Sommer gehe ich da immer fischen. Überall Bojen. Wenn du zu nahe rankommst, peng! Aber bei dichtem Nebel kommt man schon sehr nah ran. Meinst du, man kann dahin schwimmen? Wohin? Von Alcatraz ans Ufer. Klar, sicher. Vor Jahren sind ein paar Mädchen von der Insel aus an Land geschwommen.